Nach einer Sturzflut in der afghanischen Stadt Charikar ist die Zahl der Toten auf mindestens 100 gestiegen. Dutzende Menschen wurden nach offiziellen Angaben verletzt, hunderte Häuser wurden zerstört. Ursache für die Sturzflut war nach Behördenangaben heftiger Regen. Die Wassermassen überraschten die Menschen mitten in der Nacht. Rettungskräfte suchen im Schlamm nach weiteren Opfern und möglichen Überlebenden. Die Behörden haben Hinweise auf Menschen, die noch unter den Trümmern eingeschlossen sind. In Afghanistan sterben immer wieder Menschen infolge heftiger Niederschläge und Überschwemmungen. Besonders in ländlichen Gegenden bieten die Häuser häufig kaum Schutz.